Froschiges Hallo draußen, willkommen zu einer neuen Folge Sky PvP nach einem Monat. Ja. Und, ja, tut mir leid, dass es, so lange gedauert hat, dass ein neues Video kommt. Ich hatte halt echt wieder Pech wie sonst was. Also, ich hatte jetzt meinen Abschluss und alles, habe ich auch bestanden halt, bla bla, 2,9er Schnitt ist ganz okay. Geht natürlich besser, aber geht auch schlechter. Aber ich habe meinen Abschluss. Das ist das Allerwichtigste für mich. Und ich glaube, das geht auch erstmal vor. Dann habe ich mir erstmal ein bisschen Auszeit genommen, weil wir haben jetzt auch Ferien. Und die sind jetzt auch bald schon wieder vorbei. Noch 3 Wochen. Wow. Und dann starte ich mein Abitur. Und ich möchte mal heute über die Zukunft hier reden, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, ich mache ja mein Abitur. Und ich werde nicht mehr die komplette Zeit finden für YouTube, wie ich sie jetzt noch habe oder früher hatte. Der Typ timet aus, aber juckt mich jetzt auch nicht. Nice. GG an ihn, lol. Und, ja, da leckt's erstmal dezent. Dann kämpfen wir mal gegen den hier. Gegen den gepinselt. Cooler Name auf jeden Fall. Und, ja, tut mir leid, halt, dass nichts kam. Und wann ich mich zeigen werde, ist auch in Frage. Ich habe einfach so eine scheiß Zisse im Gesicht. Und die muss halt noch wegschneiden lassen oder wegoperieren lassen. Und es mangelt nicht am Selbstbewusstsein, aber ja, es sieht nicht so geil aus, finde ich. Ihr könnt mal gern googeln, was eine Zyste ist. Nicht so cool auf jeden Fall. Und boah, ey, so lange kein Minecraft mehr gezockt, das ist unnormal. Letzte Zeit zocke ich auch nur noch Fortnite oder FIFA auch noch nebenbei. Aber Fortnite habe ich dann jetzt auch gepackt. Ich zocke auf der PS4, die es interessiert. Und bin Battle Pass Level 12 erst in der Season 5. Und ja, ich zocke aber auch nicht allzu viel, ne? Weil mir habe ich auch Lags auf der PS4, warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Aber was will man machen, ne? Man muss durch. Und ich versuche es zu fixen. Und mein PC, Alter, leckt mich am Arsch. Hatte der 10 Millionen Updates die letzten Tage, Wochen. Und dann mein Schlafrhythmus ist auch das Problem. Aber wie gesagt, ich möchte wieder anfangen. Daran liegt nicht, dass ich keine Motivation habe, sondern eher daran, dass mir die Zeit gefehlt hat. Und das Wetter spielt natürlich auch irgendwie eine Rolle. Und so, ja, Leute, wie geht's euch denn so? Und tut mir leid nochmal erstmal, wenn die Qualität schlechter sein sollte. Denn mein Renderprogramm, Premiere Pro, da habe ich nämlich Daten vom Kumpel mal bekommen. Ja, die gehen nicht mehr, ne? Blöd gelaufen. Also falls ihr wer Daten hat für Premiere Pro und Photoshop, hi, ich heiße Luke und ich würde euch sehr lieben direkt. Ja, sonst muss ich bis jetzt dann mit Videopads Editor rendern, bisschen schneiden und Musik hinterlegen. Naja, ich hoffe mal, das wird's auf jeden Fall wieder. Aber damit kenne ich mich auch noch halbwegs aus. Dementsprechend ist es kein Problem, damit zu rendern. So. Elektromann 001. Kannst jetzt mal gleich sterben. Jetzt müssen wir leider Tour 1. Wie ist gelaufen? Aber der Typ bleibt weg. Und hier ist ein Fight. Ah, der will Team. Okay, dann machen wir Team, Brudi. Und mal kurz weg, weil mein Opfer weg ist. Und ja. Dann würde ich mal sagen, hören wir uns gleich mal. Und ich leg mal ein bisschen Musik. Ja, tut mir leid, jetzt an den Gamecrafter 22. Ich habe den jetzt einfach untergeschlagen, während ich, ja, und er wollte screen, das habe ich jetzt zu spät gelesen. Tut mir leid, an dich, Bro. Hoffentlich hat der überlebt. Ja, was willst du machen? Ja, der Typ ist jetzt nicht unschade, der aber jetzt gleich, er ist tot, perfekto. Just enjoy
take my advice. You say that you love it and you're okay, but I know I'm better and you're afraid. Have no shame, just let go. Follow me to another land. Try to understand. And ja Leute, dann möchte ich jetzt mal das nächste Thema ansprechen. Es geht um die Gamescom, ich bin natürlich auch da, nämlich samstags, eventuell... Ach, ihr könnt mich treffen. Folgt mir auf Instagram, DizzyLuke, ist jetzt mal eingeblendet, denke ich. Ansonsten DizzyLuc, alles klein geschrieben, auf Twitter. Und dann poste ich da mein Outfit of the Day. Und ja, dann könnt ihr mich treffen und dann vielleicht zeige ich mich auch. Vlog wird natürlich kommen. Leider bin ich samstags da, wie gesagt, ich habe halt Schule, ne? Und da kann ich leider nicht den Tag schwänzen. Laut meiner Mom. Ist doch verständlich, ne? Aber ist okay. Oh, Team. Ja, tut mir leid, Brian Bilder. Und GG an die Typen. Dann, Leute, ich habe Merch geplant. Habt ihr Bock drauf? Also, wenn nicht viele Bock drauf haben, ich release es trotzdem irgendwann, die Tage, die Wochen, wie auch immer. Erstmal will ich ein bisschen aktiver auf YouTube werden. Das ist erstmal meine Voraussetzung. Dann release ich das auch sehr gerne oder auch vorher schon, mir egal. Signatur ist geplant, so ein chinesisches Logo, japanisches Logo. Ich schätze, was gefällt euch und dann auch etwas anderes, an dem ich aktuell arbeite. Das ist selber gemacht und mit einem Designer zusammengearbeitet. Eins ist inspiriert an einem anderen Logo, aber das ist auch cool. Ja. Ich finde das mega cool. Ich feiere es auf jeden Fall. Es wird auch nicht allzu teuer sein. Man kann sich auch der Qualität entscheiden, ob man so organic 100% Baumwolle, Bio-Baumwolle, wie auch immer, holen möchte. Oder doch lieber dann nur Baumwolle. Und das ist dann halt ein bisschen günstiger. Natürlich gibt es Hoodie und T-Shirts. Und übrigens, ich werde auch Sticker auf der Gamescom höchstwahrscheinlich haben. Also, wenn ihr haben wollt, ne, dann ich verstecke eventuell ein paar. Oder ihr müsst mich ansprechen, wenn ihr mich erkennt. Ne, dann kriegt ihr auch natürlich ein paar. Von mir aus kann ich auch dann ein paar verlosen noch nachträglich und die dann per Post verschicken. Das wird auch alles kein Problem sein. Und ja, ich kämpfe noch ein bisschen weiter und melde mich gleich schon mal. Letztes, was ich ansprechen wollte, ist das Muxcraft-Turnier und der Typ lockt sich aus oder was auch immer. Oh Gott. Ja, ich denke mal mittlerweile, dass es einfach irgendwie Scam war. Ich meine, alle anderen, die ausgeschieden sind, haben ihren Preis erhalten. Ich habe seit, wie
gesagt, habe ich letztens in einem anderen Video angesprochen, seit dem Zeitpunkt immer noch keine Nachricht mehr erhalten und es gibt auch irgendwie nichts Neues. Und das finde ich dann schon ein bisschen schade. Ich meine, dann sagt das ganze zum Deal doch einfach ab, weil ihr die Möglichkeiten habt, nicht euch zu finanzieren oder die Preise zu verteilen sonst, oder ändert die Preise oder der sagt es halt ab und gibt uns die anderen Preise. Denke ich mir so. Naja, was willst du machen, ne? Ich finde das ein bisschen link von denen, linke Aktionen, weil wenn man schon sowas ankündigt, so ein 500-Euro-Turnier, dann sollte man das auch letztendlich vollenden oder sich über ein scheiß halbes Jahr ziehen. Ich meine, wir haben jetzt den 18. Juli. Wann war das erste Muxdraft-Turnier-Video? Im Dezember, Januar? Ich weiß es nicht. Das finde ich schon ein wenig komisch. Und dass auch keine Rückmeldung kommt, finde ich schon auch ein bisschen komisch und schade. Und ja, wir haben jetzt über 10 Minuten Aufnahme, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel es am Ende ist an Render, Schneid, Bums, Dings, Bums, da. Dann würde ich sagen, ja, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht schaffe ich 40 Likes, wird auf jeden Fall cool sein für mich. Ich weiß nicht, haben wir irgendwie noch Sachen zu verlosen? Wenn ja, gibt es auch eine Verlosung. Ja. Einfach Ingame-Namen in den Kommentaren, like das Video, Abonnent sein. Da kriegt ihr den Beast-Rang irgendwie, weil letztes Mal wurde es nicht abgeholt. Pech gehabt, ne? Verlose ich es halt neu. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Luke. Ciao.